Hallo, ich bin der Adam aus Bad Kissingen. Hallo, ich bin der Adam aus Bad Kissingen, geboren in Kasachstan, Karaganda. 1990 sind meine Eltern mit mir im Alter von 4 Jahren nach Deutschland gezogen. Seitdem lebe ich in Bad Kissingen, habe meine gesamte Schullaufbahn hier bestritten und mein Studium auch hier absolviert. Bin tätig als Supply Chain Manager, sprich ich betreue Logistikprojekte, Lieferketten und bin nebenbei auch noch tätig bei der Kidro als Streetworker bzw. betreue ich ein Projekt, das schimpft sich Integration durch Sport. Und zusätzlich bin ich jetzt auch noch im Integrationsbeirat tätig bei der Stadt Bad Kissingen und parallel auch noch Übungsleiter für den Sport Sambo beim TSV Bad Kissingen. Da ich seit über 30 Jahren inzwischen wohnhaft in Bad Kissingen bin, verbinde ich natürlich eine Menge mit Bad Kissingen. Das ist in erster Linie meine Heimat. Und ja, da habe ich meine halbe Kindheit verbracht nach Kasachstan, meine ganze Jugend, mein Erwachsenendasein. Und inzwischen ist auch meine ganze Verwandtschaft hier in Bad Kissingen, worüber ich mich sehr freue. Und mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis ist auch in Bad Kissingen. Und es gibt mir ein sehr wohles, angenehmes Gefühl, hier in so einer familiären Kulisse mich bewegen zu dürfen. Von daher bin ich schon sehr froh darüber, in Kissingen aufgewachsen zu sein und stolz darauf, Kissinger zu sein. Also ich kann aus meiner Perspektive sprechen, mir hat es wirklich viel gebracht, mich in Vereinsleben zu integrieren. Ich bin selber in 3 verschiedenen Vereinen tätig und engagiert. Und als ich auch nach Deutschland kam, hat mich mein Vater sofort mit zum Karate mitgenommen. Danach war es Judo beim TSV Bad Kissingen. Und dann kam zu guter Letzt Fußball beim Post-SV Bad Kissingen. Sprich, da kam ein Alexander Koller auf mich zu, damals auf dem Bolzer bei uns noch am Spielplatz. Hat mich gefragt, ob ich mir für ihn gerne oder beziehungsweise für den Verein gerne die Schuhe schnüren wollte. Das habe ich natürlich gerne gemacht und bin inzwischen auch über 25 Jahre dort Mitglied und habe mich auch in der Vorstandschaft mit eingesetzt. Genau, war dann lange Zeit auch Jugendleiter und Jugendtrainer und habe die Kids dann quasi auch mehr oder minder wie der Alexander Koller von der Straße geholt aufs Fußballfeld. Und ja, es hat mich auch stolz gemacht, dann eines Tages selbst mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und die Murmel zu kicken, sagen wir es mal so. Aber ja, was ich damit sagen will und was ich auch von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, ist, dass man sich aktiv wirklich engagieren sollte in Vereinen, weil nur so gelingt irgendwie ein soziales Miteinander. Und meine Eltern sind da auch sehr tief verankert. Meine Mutter ist in der TSV-Vorstandschaft mit drin und auch bei uns im Bürgerkreis, bei der Henneberg-Siedlung. Mein Vater war lange Zeit Streetworker bei der Kidro und ist auch Bundestrainer für Sambo. Und ich nehme an, da habe ich mir einiges von abgeschaut und ich habe das Privileg, das eben so vorgelebt zu bekommen. Von daher würde ich sagen, eine erfolgreiche Integration findet wirklich nur mit einem Sozialleben im Verein statt und das sollte auch weiterhin nachhaltig gefördert werden, um anderen Menschen einfach die Möglichkeit zu bieten, sich irgendwo bei Vereinen zu engagieren. Ich bin Adam aus Bad Kissingen. Ate, Filip Bakazaski, Jean Ezen.